Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen zum neuen Campingplatz-Check. Und heute ändert sich nämlich einiges, weil heute werde ich euch einen Campingplatz vorstellen in Luxemburg. Und Tina ist leider nicht mit dabei, ist halt operativ gehandicapt und deswegen unterstützt mich heute der nette Stefan. Und wir sind hier in Luxemburg auf dem Campingplatz. Kronebirg heißt er. Genau, und der ist wo? In der Rüde Camping, das steht da oben sehr, sehr schön, in Luxemburg, in der Nähe der Stadt Mersch. Also relativ schnell zu erreichen, von der Autobahn einen Katzensprung. Genau, wunderschöne Gegend, wenn wir uns hier schon ein bisschen, uns gerade mal so ein bisschen umgucken. Wir sehen nur grün, ja. Und was ich festgestellt habe, der Campingplatz ist nicht weit von der Autobahn entfernt. Ja. Ja, was auch als Zwischenstopp eigentlich relativ gut ist. Machen viele, sieht man hier. Also viele, die gerade aus dem Norden kommen, die nach Frankreich oder nach Spanien weiterfahren möchten, die machen hier einen Zwischenhalt, weil das perfekt gelegen ist. Man fährt von der Autobahn runter, ist relativ schnell hier, fährt dann wieder drauf und ist ratzfatz in Frankreich und dann auch in Spanien. Ja, das habe ich gesehen. Also Autobahn runtergefahren, 5 Stunden später waren wir da. So. Also einfach genial. Und bevor wir jetzt über den Platz gehen, wir stehen jetzt gerade hier an der Rezeption. Und die zeige ich euch mal kurz. So, wir haben hier eine Rezeption mit Restaurant und Sitzgelegenheit auch außen. Und wir gehen jetzt einfach mal kurz rein und schwenken dann die Kamera mal auf die rechte Seite. Da haben wir dann die Rezeption, wo ihr dann alle Informationen bekommt, wo ihr einchecken könnt. Und hier gibt es auch diverse Broschüren, wo ihr euch dann auch Ziele aussuchen könnt, Ausflugsziele. Und wovon es auch eine Menge gibt. Also man ist hier relativ schnell auch in Trier oder in Saarburg. Und da gibt es so eine Sommerrodelbahn, da gibt es also eine riesige Menge an Sachen, die man sehen möchte. Wir selber sind hier im Tal der 7 Schlösser, so nennt sich das. Also man hat hier in Katzensprung-Entfernung 7 Schlösser, die riesengroße Parks haben. Das lohnt sich also wirklich hier hinzufahren. Kann ich wirklich sagen, wir sind jetzt das dritte Mal in Summe hier. Und gibt sehr, sehr viel zu sehen. Egal was, ob man jetzt gerne zum Beispiel mal hier... Das ist ein Kletterpark mit so einem riesen Gerüst. Oh mein Gott. Kann ich nicht hin, weil meine Frau Höhenangst hat. Ja, ich auch. Ja, aber muss toll sein. Also deswegen, auch das zu erreichen innerhalb von, ich glaube, das sind 25 Minuten ist man da. Das lohnt sich wirklich. Also im Endeffekt ist dieser Campingplatz auch geeignet für Jung und Alt. Ja, auf jeden Fall. Auch ein bisschen für Action. Das ist so. Und hier haben wir den Winkelshop mit auch einer kleinen Sitzgelegenheit. Das heißt, hier könnt ihr euch dann auch mal ein paar Getränke holen. Brötchen gibt es, glaube ich, auch hier, Stefan, oder? Ja, und ich war sehr verwundert. Wir haben also schon sehr viele Brötchen auf Campingplätzen geholt. Die haben hier Brötchen, Kaiserbrötchen kosten 50 Cent. Ist für einen Campingplatz, glaube ich, sehr, sehr günstig. Croissants, Schokocroissants, also eine ganze Menge leckere Dinge. Bestellt man am Abend, kann man dann am nächsten Tag ab 8 Uhr abholen. Sind wirklich lecker, kann ich auch sagen. Und wie gesagt, für den Preis günstig. Und du hast ja noch was gesagt, man kann hier bestellen per... Ja, man kann per WhatsApp bestellen. Die haben hier ein Restaurant, da kann man à la carte essen abends. Da gibt es dann wirklich auch hochwertige Gerichte. Aber man kann auch zum Beispiel die kleine Frikandel-Pommes für zwischendurch bestellen. Schickt eine WhatsApp, dann sagen die, okay, in 8-10 Minuten ist das fertig und dann holt man sich das ab. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Und auch hier gibt es Eis, sogar Gläser als Souvenir. Und wir laufen doch einfach mal ums Gebäude herum. Ja. Was müssen wir zur Einfahrt sagen? Die ist sehr breit. Ja. Also da kommst du auch mit einem riesengroßen Gespann hier durch. Wir haben eine echt breite Schrankenanlage. Ich kenne andere Campingplätze, da ist die nur halb so groß, ja, wo ich immer Angst habe. Und jetzt gehen wir einmal nach links und hier sehen wir dann so die Terrasse vom Restaurant. Ja, mit einem schönen Ausblick über den Campingplatz. Und wenn wir den Blick jetzt einfach mal so auf die linke Seite schwenken, haben wir hier so einen Spielplatz. Wir haben eine Hüpfburg, wir haben Sandkasten, wir haben Schaukel. Ja, und das gucken wir uns dann gleich mal so ein bisschen aus der Nähe an. So, Stefan, du kommst hier rein, Schranke öffnet sich. Ja, die geht automatisch auf tatsächlich. Unten ist noch ein zusätzlicher Ausgang. Also wenn man weiter hinten steht und man möchte raus, dann kommt man hinten nochmal durch ein Tor raus. Da kommt man allerdings nicht wieder rein. Okay. Hier kommt man problemlos rein, einfach ranfahren und das Ding geht offen. Hunde sind an der Leine zu führen, aber erlaubt. Hier unten haben wir kleinere Stellplätze für Wohnmobile oder Kastenwegen. Das hat so für mich den Charme eines Durchreise-Campingplatzes oder Durchreise-Stellplatzes, wenn man mal über Nacht bleiben möchte. Das ist so. Hier vorne kannst du wirklich reinfahren, stellst dein Wohnmobil hin, schließt dich an den Strom an, hast die Waschhäuser alle direkt nebeneinander und da kannst du schnell rein und auch schnell wieder raus. Dafür sind die im Endeffekt auch hier an der Stelle gedacht. Genau, wir haben hier wie gesagt keinen Wasseranschluss, weil wie gesagt ein Wohnmobil füllt ja auf. Oder einen Kastenwagen, die haben ja immer einen Wassertank dabei. Und definitiv für so einen
Tagesplatz über Nacht, wenn ich auf Durchreise bin, wie du sagtest, so nach Spanien, Frankreich. Ist so. Da ist das absolut. Da vorne ist direkt ein Restaurant. Gehst oben auf die Terrasse, bestellst dir vorher was und die machen auch wirklich leckere Sachen. Würde ich sagen, gehen wir doch einmal mal kurz den Weg hier nach links runter. Ja, du kannst hier runtergehen. Hier sind dann direkt auch Waschmaschinen. Waschmaschinen haben wir hier auch. Ja, Außenwaschplätze. Das ist jetzt hier das älteste Waschhaus. Also nicht wundern jetzt über die Qualität hier. Ja. Das ist tatsächlich hier das älteste Waschhaus, wo auch keiner hingeht, wenn er nicht unbedingt muss. Ja. Aber hier sind Waschmaschinen, hier sind Trockner, Mielegeräte. Also das ist tatsächlich nicht schlecht, ja, wenn man waschen möchte. 3 mal 2 Euro. Ja. 6 Euro pro Wäsche, das ist okay. Ja, es sieht eigentlich sehr, sehr ordentlich aus hier, jetzt bis auf das alte Teil. Aber wie gesagt, du hast ja gesagt, wir haben ein neues Sanitärgebäude. Das ist so. Und wie schon vorhin angedeutet, haben wir hier dann den Kinderspielplatz, wo auch die Kleinen mal ein bisschen toben können. Und wir haben gerade das Glück, es ist gerade keiner da. Dann lass ich einmal die Kamera hier rüberkreisen. Wetterburg, Rutsche, Trampolin, Hüpfburg. Der Pool ist im Moment noch abgedeckt. Das ist so ein richtiger, schöner, kleiner Pool für Kinder. Ah, das ist ein Pool. Ich habe eher gedacht, das wäre jetzt so eine Art Wasserspielplatz. Das ist also doch echt ein kleiner Pool. Okay. Ja, der ist abgedeckt, aber der können die Kinder auch nicht ertrinken. Der hat dann auch eine gewisse Öffnungszeit. Dann achten die auch da drauf. Dann haben wir hier auf der linken Seite hier unten kleinere parzellierte Plätze, wo auch kleinere Wohnwegen drauf passen. Wir haben hier aber auch größere Plätze, wo größere Wohnwegen drauf passen. Das ist so. Und der ganze Platz ist ja nach Allee benannt. Allee 5, Allee 6, Allee 7. Das ist die Fernentsorgung für Wohnmobile und die Wasserversorgung, wo ihr dann auch Wasser tanken könnt. Auch hier, alle Plätze sind parzelliert. Die sind dann ein bisschen größer wie auf der anderen Seite, definitiv. Ja, hier stehen dann auch schon wieder wenn ihr dann quer reingeht, schönen guten Tag, frohe Ostern. Und da kriegt ihr dann auch ein größeres Fahrzeug rein. Ja, guck mal da. Da kriegst du auch wirklich was ganz Großes rein. Das Ding ist ja riesig. Ein Doppelachser da, den ich hier meine. Also ihr kriegt hier auch wirklich auf jedem Stellplatz eigentlich, egal wie groß euer Fahrzeug ist, irgendwo ist richtig drauf. Oder? Und vor allen Dingen, es gibt da hinten wirklich noch deutlich größere Plätze. Das hier ist alles noch verhältnismäßig klein. Wenn wir hinter da hinten sind, wo wir auch stehen, wir haben auch noch kleinere Plätze und dahinter sind riesige. Also da kann man auch wirklich die Megateile hinstellen, gar kein Problem. Wir stehen jetzt vor dem Animationsgebäude. Das ist neben dem Sanitärgebäude. Es ist jetzt, glaube ich, noch abgeschlossen und wir schwenken mal die Kamera und gucken da mal rein. Und da haben wir einen Kicker für die Jugend. Wir haben hier einen Billardtisch. Hier eher so Art Aufenthaltsraum. Wir kommen jetzt einfach zum Sanitärgebäude. Wir haben insgesamt 4 Sanitärgebäude hier. Und wir sind jetzt im Sanitärgebäude 1. Hier haben wir dann die Außenspülplätze überdacht und sehr sauber mit Ablagefläche oben und das gefällt mir ja wirklich von der Optik und auch von der Sauberkeit, Stefan, ja, sehr, sehr gut. Die machen auch mehrmals sauber, also das ist wirklich so. Und auch, wie gesagt, handicapgerecht. Du kannst ja auch mit einem Rollstuhl praktisch hier hochfahren und das Sanitärgebäude nutzen und das ist wirklich nonplusultra. Hier ist das modernste Sanitärgebäude. Oh ja, das merkt man total. Sehr modern, muss ich sagen. Da quält mir das sogar, hier einfach mal zu pinkeln. Sieht sehr sauber, sehr modern aus. Und auch hier drin, wenn man es mal hier aufmacht, sehr ordentlich. Wir machen mal einen kurzen Check. Ist sauber. Ja, sind die hier auch. Perfekt. Hier kommt man rüber zu den Duschen. Ja, mein Föhn. Bei deiner Frisur relativ wichtig. Also die Duschen machen für mich optisch schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Sind sie auch. Und da macht der liebe Stefan doch einfach mal, jetzt hat hier einfach mal links die Tür auf. Ja, man eine das sind die normalen Duschen. Und heißt per Knopfdruck kommt dann im Endeffekt das Wasser raus. Man hat Ablagefläche, man hat Sitzfläche. Also Ablagefläche meine ich jetzt, man kann da oben seine Klamotten hinhängen. Und ist eine sehr große Dusche. Ein Manko, Stefan, gibt es hier, ja. Der wäre? Das ist hier tatsächlich das modernste Sanitärgebäude. Das sieht man, die Duschen sind auch klasse. Aber diese schönen Automaten da, da drückt man drauf, dann hat man 5 Minuten oder 6 Minuten warmes Wasser. Und danach muss man 5 Minuten warten, bis das Wasser wieder warm wird. In den anderen Sanitärgebäuden sind normale, ganz normale Armaturen und da hat man das nicht. Ja. Das heißt, die sind zwar hier top modern, aber ich finde diese Geschichte, die man mittlerweile auf immer mehr Campingplätzen findet, aus dem einfachen Grund, weil die Leute scheinbar warmes Wasser ewig laufen lassen und dadurch die Kosten so hoch sind, das finde ich blöd. Also muss ich ganz ehrlich so sagen. Wobei es hier noch besser ist, hier bezahlt man es nicht. Ja,
Weil ich kenne auch Camping Plätze, da liegt meine Karte drauf. Mhm. Und die Karte musst du dann immer wieder aufladen oder sowas. Vielleicht sollte man das dann vielleicht einfach auf 7-8 Minuten vielleicht erhöhen. Ja? Das fände ich gut. Also ich gehe hinten duschen, also das ist nicht ganz so modern, aber dafür hat man den Vorteil, man hat ganz normale Armaturen und kann so lange duschen, wie man möchte. Hier unten haben wir auch ganz, ganz große Stellplätze. Und vor allen Dingen haben wir hier oben, wenn wir hier rüber gucken, eine echt schöne Aussicht. Also hier sind die größeren Plätze, auf denen waren wir letztes Jahr. Guckt euch mal diesen Platz an. So, jeder Platz hat Stromanschluss, aber kein Wasseranschluss. Kein Wasser und kein Abwasser, ja. Und kein Abwasser, ja. Das heißt, Abwassertaxi darfst du dann... Wo ist die nächste Station von euch aus? Ein paar Meter in die Richtung. Und hier haben wir dann die Wasserstation zum Wasserholen und das Wasser auch zu entleeren. Und riesige, aber wirklich riesige Plätze. Also hier sind Plätze, da passen mega Gespanne hin. Also sind wirklich, also wenn man Platz braucht, hier hat man den. Ja. Wahnsinn, die sind ja echt groß da hinten. Guck mal, wir laufen mal da hinten hin, das muss euch mal zeigen. Ja, hier ist ein Rondell und hier sieht man, wenn man wirklich Platz braucht, hier sind richtig große Plätze, wo man auch sehr, sehr große Gespanne problemlos reinschieben kann. Und das ist jetzt das ältere Gebäude? Ja, das ist das, was wir im Endeffekt tatsächlich nutzen, weil es zum einen natürlich nur ein paar Meter weg ist und zum anderen diese ganze Geschichte mit den Duschen nicht hat. Also kannst du hier reinkommen. Und, aber auch hier muss ich sagen, dass es älter ist, sieht das sehr vernünftig aus. Auch die Duschen sind groß. Ja. Da sieht man dann im Endeffekt die normalen Armaturen, da gibt es diese ganze Geschichte nicht. Ja. Ich finde das gut. Also hier hat man große Waschplätze mit warmem Wasser und die sind auch immer sauber. Also muss ich ganz einfach sagen. Muss ich auch sagen, also als du gesagt hast, so nicht modern die älteren, hätte ich mir echt was ganz Schlimmes vorgestellt. Aber auch hier sauber, moderne Toiletten. Moderner wie auf manchen anderen Plätzen, wo die neu saniert worden sind. Dagegen ist nichts zu sagen. Also hier sind auch Spülplätze, auch super schön. So, wir sind jetzt live in einem Chalet und ich muss sagen, es sieht sehr, sehr ordentlich aus. Die Dame ist hier fleißig am Putzen. Ja, das war nämlich besetzt und wird jetzt gerade wieder hergerichtet. Und da ist ja mal ein mega Platz drin. Hier haben wir zum Beispiel ein Bett und haben auch hier hinten dann auch eine eigene Toilette. Staumöglichkeiten. Sehr angenehmes Raumklima, muss ich sagen. Hier haben wir dann einen Tisch, wir haben eine Küche, wir haben einen Kühlschrank, wir haben eine Mikrowelle. Da hinten geht es noch mal weiter. Das heißt, wir haben hier nochmal zwei Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und auch einem Schrank. Genauso auf dieser Seite auch. Das heißt, sechs Personen können hier locker pennen, das ist der Hammer. Hier haben wir dann nochmal eine Toilette. Und auf der Seite haben wir dann unsere Dusche. Und das ist eine richtige Dusche. Wir haben hier ein Waschbecken, wo wir uns dann auch die Zähne putzen können. Wir haben einen großen Spiegel. Und Platz für eine ganze Familie und Platz auch mal für zwei Familien, wenn du das teilst. Ja, das ist einfach richtig, richtig schön. Und jedes Chalet hat hier auch einen Tisch mit Stühlen, wo ihr dann im Freien sitzen könnt. Ja. Inkludiert sind natürlich auch dann noch die Wäscheständer. Das habe ich hier drin nämlich auch gesehen. Hier ist auch einer. Und ja, für das, wenn man keinen Wohnwagen hat, kein Wohnmobil oder man mal nicht eine Ferienwohnung möchte, so ein Chalet bietet sich ja auch an. Das war's jetzt mit einem kurzen Rundgang über diesen Campingplatz. Ich persönlich zu meinem eigenen Fazit muss ich sagen, er gefällt mir verdammt gut. Auch die Plätze sind wirklich unterschiedlich zwischen klein, mittel und auch verdammt groß, haben wir beides gesehen. Auch das Sanitärgebäude, das alt ist, kann ich so nicht bestätigen. Ich finde es auch, trotz dass es das alte Sanitärgebäude ist, sehr ordentlich und trotzdem modern. Was ich finde, was gar nicht geht auf diesem Platz, ist halt einfach das begrenzte Duschen. Aber wer weiß, was haben die für Erfahrungen gemacht in irgendeiner Form, wenn da jemand das Wasser einfach laufen lässt. Ich meine, die Kosten steigen ja auch. Ne? Muss man auch mal so sehen. Das stimmt. Für uns Männer 5-6 Minuten Duschen reicht in der Regel. Wenn du dich jetzt rasierst. Bei Frauen ist das Ganze ein bisschen anders, mit Haare waschen und so weiter. Was ich als noch ganz, ganz kritischen Punkt hier zu meckern habe, meine persönliche Meinung ist, das Wasserschleppen. Ich sehe es überall, wie die das Wasser holen. Und ich finde einfach, es gehören hier mehr Wasserstellen dran. Und ich finde auch, Wasser auf dem Platz ist für mich einfach ein Komfort, der sein muss in der heutigen Zeit. Aber ich habe ja auch gelernt, es gibt jetzt schon Plätze, wo das wohl
umgesetzt wird, dass wir Wasser am Platz haben. Also das ist jetzt mein Fazit. Ich kann den Platz wirklich empfehlen. Ja, wenn ihr mit dem Wasserschleppen einverstanden seid, wie gesagt, ist das ein super schöner Platz. Wie findest du es, Stefan? Ja, wir sind jetzt erst ein paar Tage hier. Wir werden jetzt ja noch ein bisschen länger hier bleiben. Wir haben den auch bis Anfang Juli und werden auch noch öfter kommen. Ich mag den Platz sehr, sehr gerne. Die Sache mit dem Wasser, da gewöhnt man sich tatsächlich dran, dass da kein Wasser auf dem Platz ist. Wobei ich Wasser und Abwasser ehrlich gesagt auch für einen 5-Sterne-Campingplatz, wozu der sich hier zählt, eigentlich als Grundvoraussetzung ansehen würde, ja. Muss man einfach so sagen. Und die Sache mit der Dusche, aber alles andere. Die Gegend, Hammer. Ja. Die Leute hier, Hammer. Ich sag mal, das Restaurant, lecker. Die Preise, echt zivil. Auch von dem Campingplatz und auch von der ganzen Gastronomie. Also kann ich wirklich empfehlen, deswegen ruhig hier hinkommen. Ja. Gibt, wie gesagt, den einen oder anderen kleinen Punkt, haben wir gesagt. Aber alles andere müsste ich lügen. Deswegen, auf nach Luxemburg, sag ich nur. Genau, in diesem Sinne machen wir heute jetzt mal ein anderes Abschlussvideo. Ja. Ich sage jetzt einfach, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Läutet die Glocke. Genau, verpasst ihr kein neues Video mehr. Und wir sagen jetzt einfach, ciao, tschüss. Ja, bye, bis bye. Zum nächsten Mal. Ciao.